Hallo, guten Tag und Dobadan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt es wieder ein Vigor Gameplay und nachdem es in den letzten Tagen heftige Runden gab mit vielen Kills, gibt's heute mal, ich sag mal, Kontrastprogramm, ja? Mehr möchte ich aber auch nicht verraten, aber checkt es doch einfach mal selber ab, dann werdet ihr gleich auch sehen, was ich meine. Und dann wünsche ich euch viel Spaß jetzt mit dem Encounter der etwas anderen Art. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch wieder. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt. Und dann würde ich sagen, macht's gut, euer Jan Jugo. Und jetzt, let's go! Was geht ab? Es schneit. Yo, okay. Die Boy-Events sind ein bisschen weit weg. Hier wird jemand spawnen. Oder hier oben. In der Ecke auf jeden Fall. Klack. Und rein da. Da schon wieder ein Detektor. Ist nicht so schlimm. Erste Gunfights in der Ferne. Was haben wir hier? Vielleicht ein Schlüssel? Nein. Naja, passt schon. Da. Hat er mich gesehen? Ich denke schon. Er hat sofort wieder umgedreht. Hey! 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 Hallo! Daumen hoch. Alles gut. Kannst weitermachen. Ich schieß dich nicht ab. Du bist ein Looter, hä? Hast nicht mal eine Waffe. Komm, ich mach mit. Ich beschütze dich. Ich versuche dich zu beschützen. Wir machen so ein bisschen hier Loot-Tour zusammen, ja? Aber wir müssen schon zusammenbleiben, weil sonst... Hey! Sonst könnte es sein, dass ich dich aus Versehen doch mal irgendwann erschieße, wenn ich denke, da ist jemand. Okay, wir laufen mit. Wenn er nicht mit mir, dann ich mit ihm. Er hat einen coolen Rucksack auf. Den kann er schön voll machen. Heute sind wir mal Unterstützer hier für die Regenjacke. Wir nehmen auch ein bisschen was mit. Wir sollten auf jeden Fall auch ein bisschen mitlooten, ihn aber nicht aus den Augen verlieren. Ah, das kann man nicht mitnehmen. Oh, was haben wir hier noch Schönes? Wo ist er jetzt? Da. Weiter geht's. Wohin? Oh, Störer. Aha. Okay. Perfekt. Ein Störer gepflanzt. Und wieder kaputt. No! Oh, Junge. Du hast es verkackt. Habe es mir auch schon passiert. Der ist noch ganz neu. Der weiß gar nicht, was er da macht.
Jetzt wird das Ding untersucht. Was ist denn hier los? Komm. Nimm ruhig, ja. Nägel will er nicht. Okay. Was haben wir hier? Draht, perfekt. Fenster auf, Fenster zu. Witzig. Was macht die Regenjacke da? Ist irgendwie interessant zu sehen, wie die agiert. Ganz unbeholfen. Ich mach ein Tänzchen für dich. So, was hat er jetzt in der Hand? Strahli. Wo hat er die ganzen Sachen her? Willst du die jetzt einfach werfen? Oh mein Gott, tu's nicht. Warum? Nein. Aber er läuft doch hier nur im Dreieck. Ist das ein Bot? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil es gibt keine Bots in Vega. Aber er verhält sich so. Oh mein Gott. Neue Spieler oder Spielerinnen verhalten sich einfach so botmäßig. Das ist schon krass. Hier, zwischen der Regenjacke und den Leuten hier, kein Unterschied. Hey! Ja, alles gut. Schaukeleier, komm her jetzt. Pack den Scheiß ein und lass mal ein bisschen richtig looten, Junge. Er buddelt aus. Er weiß gar nicht, was er da macht. Ah, scheiße, kein Schatz drin. Oh, hier ist noch Shem. Shem's für mich. So, jetzt Telefon. Ich geh jetzt ran. Da weiß ich immer, wo er ist. Wir müssen nur das Klingeln suchen. Verdammt, wir müssen das Klingeln finden. Klingelt leider nirgendwo hier im Umkreis. Manchmal klingelt es direkt ums Eck. Wir müssen zu einem Haus oder so, wo ein Telefon steht. Was haben wir hier noch für eine Hütte? Ey, ich bin hier voll auch am Exploren. Ja, hier war aber schon jemand. So eine Holzfällerhütte mit Geweih und allem. Okay, komm. Na, wo ist er hin? Ah, oh. Voll reingerannt. Unangenehmer Moment im echten Leben, wenn man bei irgendjemandem ums Eck in den Rhein kracht. Hier war auch schon jemand. Hier sind die Türen schon offen. Lohnt nicht. Wir müssen weiter. Interessant wäre ja, ob jemand an sein Telefon gegangen ist. Ob er einen Telefonkandidaten bekommen hat. Wissen wir leider nicht. Oh. Okay. Regenjacke geht weiter. Wieder dahin, wo wir herkommen. So sinnlos eigentlich. Anstatt ein bisschen mehr die Map abzugrasen. Aber die ist noch ängstlich, die Regenjacke. Die hat irgendwie Sorge, dass sie alles verliert und will erstmal nur so ein bisschen looten und dann raus. No problem. Das bin ich, die Raben. Wir gehen zusammen raus. Ha, ist hier noch was? Nein. Nein, weiter geht's. Hey. Na los. Du willst doch zum Exit, oder nicht? Willst du nicht zum Exit? Ja. Guck mal, und jetzt? War das doch eine gute Erfahrung für die Regenjacke. Ciao. Ja. Coole Runde. Also hauptsächlich wahrscheinlich für die Regenjacke, die jetzt gar nicht weiß, was abgeht. Warum bin ich da mitgerannt? Ein Nahrung habe ich eingesammelt. Aber guck mal, 50 Glas, 1 Stack voll gemacht. Ein bisschen was rausgeschleppt habe ich auch.
Und es war mal irgendwie eine nette Erfahrung. Ja, wie fandet ihr diese Runde? Wie findet ihr es allgemein, wenn man Außenseiter und Looter in Ruhe lässt? Könnt ihr gerne mal, also Außenseiter, die keine Waffe haben, und Looter, diese typischen Regenjacken, die einfach nur unterwegs sind am Rand der Map, wenn man die in Ruhe lässt, wie findet ihr das? Oder seid ihr da eher Mr. Gnadenlos oder Mrs. Gnadenlos und lasst keine Regenjacke entkommen? Würde mich mal interessieren. Außerdem haben wir gerade irgendwie eine Challenge ja noch hier offen. Warte mal, was ist das? Ah ja, das war die Runde vorher. Da können wir mal einsammeln. Eine Waffenkiste gibt's. Die machen wir noch auf. Ja, bisschen Munition. Und ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Auch mal so eine etwas andere Runde. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten auch wieder. Bis dahin, euch alles Gute, euer Jan Jugo. Ciao, ciao.